Ich möchte jetzt zeigen, wie man die sogenannte Zeilnummerierung für einzelne Textabschnitte vornehmen kann. Zeilnummerierung bedeutet, dass hier auf der linken Seite die Zeilennummern mitgezählt werden. Wenn ich jetzt hier auf Extras gehe, Zeilnummerierung und hier das Hackerl setze bei Nummerierung einschalten und hier auf OK klicke, siehst du, dass hier die Zeilen in mehreren Schritten dann mitgezählt werden. Wenn ich hier nochmal hergehe, Extras Zeilnummerierung, könnte ich hier zum Beispiel den Intervall, das heißt den Abstand des Zählens einstellen. Wenn ich hier 1 einstelle, auf OK klicke, wird wirklich tatsächlich alles hier mitgezählt. Da ich es aber nicht immer haben möchte, dass der gesamte Text durchgezählt wird, würde ich einen anderen Weg vorschlagen. Ich gehe hier wieder zu einer Formatvorlage, gehe hier rechts auf Standard, ändern. Hier gibt es wieder mehr Registerkarten, hier wählt man aus der Registerkarte Gliederung und Nummerierung. Und dann nehme ich das Hackerl weg jetzt, die Zeilen dieses Absatzes mitzählen. Klicke auf OK. Und plötzlich sind hier wieder diese Zeilennummern verschwunden. Ich kann jetzt aber, ich schaue jetzt hier nochmal nach, ob ich das hier aktiviert habe. Ja, es ist aktiviert, aber wird nicht angewendet, weil ich es hier abgeschaltet habe für den gesamten Text. Wenn ich jetzt hier nur diesen Absatz mitzählen möchte, gehe ich jetzt hierher, gehe auf Format Absatz. Und diese Einstellung wirkt sich jetzt tatsächlich nur für diesen markierten Bereich aus. Und gehe jetzt hier zu Gliederung und Nummerierung und will jetzt hier die Zeilen dieses Absatzes mitzählen. Dann wird tatsächlich nur dieser Absatz hier mitgezählt. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier auch hergehen und könnte diesen Bereich hier markieren. Ein langer Absatz. Ich gehe wiederum hierher, Format Absatz, Zeilen dieses Absatzes mitzählen und da wird dann hier zum Beispiel dann weitergezählt. 9, 10 und dieser Bereich wird jetzt hier ausgelassen.